Moin und willkommen zu Immortals Phoenix Rising, meinem Langzeitprojekt auf YouTube. Wir haben auf der Karte einiges markiert wieder. Und wir sind gerade auf direktem Weg in ein Gewölbe des Tartaros zu fliegen. Vorbei an den ganzen Gegnern, die wir einfach ignorieren. Obwohl... Da unten waren Veilchen, die hätte ich gerne mitgenommen, aber was soll's. Wir sehen schon selbst wie so ein Kampfroboter aus. Du betrittst die Arena der Tapferkeit. Medium, also Mittel. Hier müssen wir also tapfer sein, ja? Nun denn, wahrscheinlich wieder ein Kampf. Hier können wir uns full heilen. Und dann würde ich sagen, kommen wir wieder in die Steuerung dieses Games rein und zeigen es denen. Mutigen Bestien hier. Meine Tränke möchte ich auf jeden Fall nicht verschwenden dafür. Komm in die Luft. Oha, aber so viele Gegner auf einmal hier. Komm mal her, du Kleiner. Kassier's von mir nochmal. Wir sind etwas über die... Menge an Ausdauer gekommen, die wir haben. Aber die dürfen ruhig durch das Laser laufen. Kommt, Digga. Verletzt euch selbst. Schön. Schön selbst verletzt. Jetzt lassen wir sie hier alle schön durchrennen. Yes. Hier ist der nächste Laser. So, Freunde. Ah, der eine ist weg. Komm, der andere auch. Und dieser Schattenheld ist nur noch Schatten seiner selbst. Wie man sieht. Komm her. Was willst du? Oha. Noch mehr dieser Gestalten. Zweite Welle. Aber dürfen wir auch gerne sich selbst verletzen. Der nächste Knecht. Ihr könnt nichts. Ihr habt nichts drauf. Deswegen mache ich euch fertig. Wie ich diese Action liebe. In diesem Game. Maskengespammen von Gegnern. Was gibt es Schöneres? Das ist Final Fantasy spannender. Und das habe ich jetzt so ausgiebig gespielt am Wochenende. 6 Stunden süchtig gespielt. Das Game kommt auf jeden Fall 100% auch nochmal als Let's Play auf YouTube. A, 30 Minuten. B, weiß was ich, wie viele Parts, 50 oder so.
Aber rennt man schon durch den Laser wieder. Au. Ich bin selbst so dumm gewesen. Oh, jetzt kriegt der auch nochmal ordentlich auf die Mütze. Ah, was? Der war richtig dumm, ne? Wie der einfach durch das Laser, wie er einfach stehen blieb und sich nicht bewegt hat. Das war schon ein bisschen dumm. Letzte Welle. Zum Glück kann man die Gegner zu sich ranziehen. Jetzt sind wir nochmal in Kraft. Moment, wir müssen stärkere Moves haben. Ich will übrigens mal wissen, wie stark sind denn unsere Moves jetzt eigentlich? Alter, seht euch mal hier den Hit an, den wir machen. Einfach mal mit dem Bonus jetzt noch. Das sind krank. So, das waren alle. Und jetzt kommen noch mal ein paar heftige Gegner. Das weiß ich einfach so. Aber die Tränke wirkt noch. Wie, den kann man nicht angreifen. Komm in die Luft. Der soll still bleiben. Der kriegt auf die Mütze. 377 Schaden einfach. Boah. Ja. Damit gehört die Truhe quasi uns. Das war ja nicht schwierig. Finde ich jetzt. Ganz zu Anfang des Games haben wir auch noch mal eine Truhe geöffnet. Aber das konntet ihr nicht sehen. Weil... ich den Stream nochmal beendet habe. Wir haben ein geschmolzenes Fragment zu dem bekommen. Sehr geil. Genügend gesammelt, kann man sie zu einer Rüstung anfertigen lassen. Dafür, dass ich Immortals Phoenix Rising schon lange nicht mehr gespielt habe, bin ich ziemlich gut. Aber ich mache schon noch anfängliche Fehler, die jeder macht, wenn er das Spiel, wenn er ein Game lang nicht spielt. So ist das halt, ne? Und ich denke schon sehr bald kann ich mit meiner Capture Card. Ich glaube schon ab nächste Woche kann ich mit der Capture Card dieses Game aufnehmen. So muss das nicht mal als halbe Stunde streamen. Komm. Ist ja eh ein Projekt für YouTube, von daher. Und ich habe sie mir jetzt endlich besorgt. Meine Capture Card. HD 60 FPS plus. Zwar kein Ultra HD, aber HD auf jeden Fall. Das ist doch schon mal richtig geil. Und zur Not kann man die Videos ja auch noch rendern. Was ich allerdings auch noch lernen muss. Jetzt weiß ich gerade, jetzt bin ich gerade dabei und werde besser, immer besser darin, Thumbnails zu machen. Verlass mich nicht mehr auf einen gewissen Kollegen, der eh gerade Zeitengpässe hat und dafür keine Zeit hat. Schlecht für mein Hobby. Sprich, muss ich alles selbst machen und kann auch nicht mehr jeden Tag was aufnehmen. Weil die Zeit dafür einfach nicht da ist. A, weil ich Sport mache. B, weil ich arbeiten muss und kein Hartz-IV-Empfänger bin, der zu Hause hockt und die Zeit hätte.
Aber heißt ja nicht, dass man deswegen nicht seine Freizeit opfern kann. So, da oben ist ein Bogenschießen markiert. Da wollen wir hin. Dann können wir noch ein paar Äpfel ernten. Das wäre super. Weil wir nicht mehr so viele haben, sonst müssen wir sie demnächst mal farmen. In einem anderen Gebiet, wo sie häufiger vorkommen. Denn ich habe hier das Gefühl, dass hier die Feiglinge, diese kleinen Feigen, öfter vorkommen als alles andere. Wow, gut, wir haben jetzt drei gefunden, aber du siehst ja, hier sind kaum Bäume, ne? Aber es sieht schon geil aus. Das ist halt verdorrtes Savannenland. So. Womit wir auch eigentlich schon fast bei der Hauptmission wären, die wir heute machen wollen. Unter anderem eine Sternbild-Herausforderung, die wir aber im nächsten Part durchziehen. Gift, Kälte und Feuer. Vor Typhoonsangriff gab es viele Götter auf der Goldinsel. Einige von ihnen wollen jetzt zurückkommen, schelmisch wie immer. Will Hermes es niemandem so leicht machen und fordert Phoenix heraus, mit ein bisschen harter Arbeit ihre Identitäten aufzudecken. Belohnungen? Fragwürdig. Naja, gut. Bestehen wir jetzt erstmal die Herausforderung hier und besiegen die paar mickrigen Gegner, die sich hier noch herumtummeln. Ist er tot? Nein. Ach so, neue Kämpfer, ja? Kleine Bots. Hey, was willst du? Halt die Schnauze, verdammt! Das mag ein sanftes Gemüt haben und nicht Denn gerade gegen mich hast du kampflustig keine sein. Chance. Aber erinnerst du dich, als er einmal in die Schlacht zog? Ach, die Gigantomachie! Das war gut! Ich werde nie vergessen, wie er flüssiges Eisen, so heiß wie Lava, voll in Mimas Kauleiste warf. Das war der Oh. Hammer! Können wir wieder Pharmaindustrie spielen? Da oben ist ein Kristall. Mit roten Kristallsplittern. Die holen wir uns doch nochmal. Jetzt, wo ich das so sehe. Alter, geh da rauf. Yes. Womit wir schon bei der Herausforderung wären, begib dich zum Portal. Das ist die nächste Aufgabe, ja. Und schon verkackt. Ja. Aber jetzt, komm, einen Durchlauf, weil wir Pro sind. Kein großer Sprücheklopper, der nichts drauf hat. Und da verkackt der, Digga. Bei so einer blöden Korbe, ne? Alter Falter. Oh. Wenn es einmal nicht funktioniert, dann will es gar nicht funktionieren. Das hat man jedes Mal. Und ja, es wird knackiger. Es wird immer knackiger. Ach, halt die... Mann! Es kann nicht wahr sein. Hoch, runter, links, rechts, Digga. Achterbahn hier.
Alter, jetzt müssen wir so eine richtig scharfe Korbe machen, ne? Oh, und wir haben schon wieder einen vergessen, verdammte Axt. Ich halte mal kurz die Klappe. Alter, was zum Fick, Mann? Das gibt's doch nicht. Dafür sind wir Streamer da, um uns zu ärgern. Und andere dürfen es genießen. Sich in ihrem Stuhl zurücklehnen. Ihre Chips essen. Mit Nacho und Käse, Digga. Und wir dürfen leiden. Alter, wo ist der Anfang? Mann! Hä? Ja, es geht ja hier rum. Wo? Ich verstehe das schon wieder nicht. Sowas hatten wir schon mal. So, dann schießen wir hier durch. Hier durch. Hier durch. Hier durch. Es kann doch nicht sein. Wo kommt der her? Mein Gott. Mit der meine ich diese Feuerplattform da, Mann. Oh Mann, ey. So, nochmal. Halt die Schnauze, Alter. Es kann nicht wahr sein hier. Vor allem müssen wir an diesen blöden großen Kopf da vorbei. Hier waren wir doch schon. Dann kamen die da alle dran. Ja, unsere Ausdauer reicht auch nicht mehr aus. Egal. Bei dem letzten weiß ich einfach nicht mehr. Warte mal, müssen wir da vorne in den Mund schießen am Ende? Warum habe ich das nicht gesehen? Nochmal. Bin ich gerade blöd? Oder einfach nur blind? Ich glaube, ich bin blind. Meine Brille ist zu schwach. Ich brauche eine stärkere. Ja, ist schon verkackt, Mann.
Ah ja. Okay. Ich war einfach nur blind. Habe bei der letzten kreisförmigen Zielscheibe, beim letzten kreisförmigen Ring einfach nur Tomaten auf den Augen gehabt. Confirmed! Ich brauche eine neue Brille. Also schickt mir Empfehlungen, Leute. Yeah, 2 Münzen. Krass viel. Das ist so krass viel. Und jetzt zum nächsten Zielpunkt. Der da wäre, bevor wir zur Mission gehen, der Ausguck da oben. Ah. Die Phoenix, die hat schon gerade Moves drauf. Warum habe ich eigentlich eine Frau gewählt? Warum hat der hier noch so ein rotes Teil von Typhon auf dem Kopf? Weil ich es nicht zerstört habe. Naja. Hier soll ich die Feigen mitnehmen. Ist immer gut, wenn man farmen kann. Und man sollte alles, was auf dem Weg liegt, schließlich mitnehmen. Warum habe ich eine Frau gewählt? Ich habe eine Frau gewählt, weil ich eigentlich grundsätzlich immer einen Mann genommen habe, sei es Assassin's Creed oder irgendwelche anderen Open World Games. Hauptsächlich Assassin's Creed, aber Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla. Ich habe immer einen Mann genommen. Sollte ich Assassin's Creed Valhalla auch noch mal bringen, als Let's Play, dann als Frau. Grausamkeit. Obwohl ich den Mann gerne spiele. Nee. Flammen. Seht meine, ja. Und deswegen habe ich mich hier auch für eine Frau entschieden. Jetzt beginnt seine blöde Geisterzone, die uns aber wenig interessiert. Wir verschwinden hier. Machen noch einen Untergrund des Tartaros fertig. Und hoffe, dass ich ihn in 8 Minuten bis 10 Minuten schaffe, um keine Zeitüberschreitung bei der Aufnahme zu haben. Das wäre ungünstig. Ja, YouTube-Videos dürfen leider nicht so lang sein. Klar, die meisten Leute nach Feierabend gucken und dann haben die keine Zeit, sich stundenlange Videos anzugucken. Außer es sind halt Streams. Und da ich ja jetzt die Möglichkeit habe, aufzunehmen, mit Capture Card, muss ich das ja auch den Leuten bei Twitch nicht mehr so antun. Halbe Stunde Videos reinzuhauen, ist ja auch Schwachsinn. Auf Twitch streamt man mindestens 2 Stunden. So. Oder eine. Ich will ja nichts gesagt haben. Es gibt eine Truhe und einen Blitz. Es ist der Ätherschrein. Schwierigkeitsgrad Medio. Aha, hier schieben sich Plattformen sich also zusammen. Und solange der Ball in dieser Richtung des Windes, also halt davor gerollt wird, schieben sich die Plattformen immer zu uns und ansonsten fliegen sie zurück. Das ist jetzt auch gerade bei mir angekommen so. Ja, nice. Und so können wir die Kugel ganz entspannt darüber schieben. Super was. Hier muss sie rein. Das war ja die einfache Aufgabe. Es kommt nur eine schwierigere Version, denke ich mal.
da oben scheint die Truhe zu sein. Alles klar. Bin ich müde. Nach meinen Aufnahmen gehe ich halt auch schon ins Bett. Denn ihr müsst wissen, ich nehme das um 22 Uhr abends auf gerade. Was mache ich jetzt mit diesen Plattformen? Die Kugel rollt ja nicht weg, aber was soll das jetzt hier? Und wie aktivieren wir diese Windplattformen? Springen kann ich. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht können wir ja die Kiste hier erstmal vorstellen. Halten so den Wind auf und die Plattformen verschieben sich. Oder aber wir machen das nicht, sondern machen das. Aha. So geht das. Oh, das war aber volles Risiko gerade mit der Kugel. Nein! Nein! Oh Mann! Wie ärgerlich! Aber die Kiste ist doch heil. Ein gutes Zeichen. Dass wir nicht ganz vom Pech verfolgt sind. Oh, zu schnell die Kugel. Jetzt aber ins Loch mit dir. Und schon können wir ins Ziel. Aber noch nicht zur Truhe. Warum? Warum geht das nicht? Und wir können auch nicht tricksen. Wenn ich mir das mal genauer angucke, also da vorne ist ja das Ziel, da will ich ja aber noch nicht hin. Ich will ja die Truhe bekommen. Bringt mir jetzt auch nichts, sondern mal zu fragen, wie krieg ich die, wie krieg ich die? Alter, verdammt! Wir konnten uns gerade noch retten.
Irgendwie muss das doch gehen. Den Weg haben wir ja schon frei gemacht. Es gab nur eine Plattform für die Kugel. Und hier? Das war ja für den anderen Aufwind. Und wir können jetzt beide stoppen. Ich war sicher, ob das gewollt ist, dass beide gestoppt werden. Wir können es mal probieren, ja. Mal gucken, was passiert. Wenn beide Aufwände gestoppt werden. Also schieben wir die Kugeln mal in den Aufwind rüber. Also wenn das jetzt richtig ist, ne? Wenn das jetzt richtig ist, dann aber. Alter, aber willst du mich verarschen? Das ist richtig, Digga. Trotzdem ist die Kugel ja dann weg. Wie unfair. Wie unfair. Mann. Das ist voll unfair, Digga. Dann rollt sie da runter. Können wir das verhindern? Oder ist er wenn zu stark? Wir müssen es dann irgendwie auf Biegen und Brechen hinkriegen. Komm. Heißt, die Kugel wird nach vorne geschoben. Das heißt, wir schieben sie ganz ans Ende. Wir schieben sie ganz ans Ende. Und sie rollt ja ganz langsam. Alter, was? Wie? Die Kugel ist runter. Was? Nee. So schnell kann das gar nicht gehen. Was für ein Betrug. Jetzt aber mal ehrlich. LOL. Alles nochmal machen. Ah. Ja gut, die Kugel rollt doch schon 180 km/h weiter, Alter. Da fragt man sich schon, Geschwindigkeitsüberschreitung, ja? Mal ehrlich? Das gibt's doch nicht hier. Schon wieder 34 Minuten. LOL. Alter, das dauert ja mindestens noch 10 Minuten hier, bis wir durch sind. Ich hätte mal besser nicht anfangen sollen, noch einen zweiten Schrein zu machen. Jetzt ist zu spät. Wir lagern mir die Kugel. Oh, die bleibt jetzt stehen. Die bleibt jetzt stehen. Die fällt nicht runter. Mann, Alter, du blöde Kugel, bleibst jetzt stehen. Meine Güte, ey. Die wäre einfach runtergerollt, ne? In Zeitlupe, aber.
Aber so geht's doch auch. Junge. So. Ich habe mir das Leben mal wieder viel zu schwer gemacht, anstatt die Kiste draufzustellen. Nein. Fabio muss es umständlich mit einer Kugel machen. Oh. Und dem Kasten. Aber naja, die Truhe gehört uns. Neue Optik, Brustplatte des Soldatensturms. Wie nice. Ach ja. So. Da gehört die Kiste hin. Und dann fahren die Plattformen wieder runter. Und jetzt schieben wir die Kugel wieder in ihr Loch zurück. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Kugel kommt wieder in ihr Loch. Und da hat sie schön warm und trocken. Yay! Oh, eine Aufgabe haben wir bestimmt noch vor uns. Alter! Wo fahren wir jetzt hin? Why? Warum? Warum? Mann, what the fuck? Müssen wir vielleicht erst hier rüber und was anderes machen. Eine Kiste. Aus Holz und aus Metall. Okay. Was haben wir hier? Also müssten wir die stapeln, ja? Kiste muss ja auch richtig stehen. Okay. Dann ready für den zweiten Versuch. Der voller Glanzleistung natürlich funktionieren wird. Aha.
Jetzt können wir endlich ins Ziel. Wurde auch langsam mal Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, epische Abenteuer mit Phoenix im Land der Götter und Mythen zu erleben. Ciao, Leute.